Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Mega Man Zero. Und heute werden wir hoffentlich, ich habe es hoffentlich, zwei weitere der Guardians vernichten. So, Duell in der Wüste. Wir haben einen Report erhalten, dass Gegner ihre Streitkräfte in der Wüste sammeln. Sie haben zwar noch nicht angefangen, uns zu attackieren, aber es ist zu erwarten, dass sie einen großen Ansturm auf uns vorhaben. Auch wenn unsere Kommandanten eine Barrikade bilden und Vorbereitung gegen ihren Angriff, bereit machen, wie auch immer, bin ich trotzdem noch immer besorgt. Würdest du bitte gehen und ihnen helfen? Machst du das? Ja, ich meine, haben wir was anderes zu tun? Nein, haben wir nicht. Wir haben ein Problem, Zero. Sag bloß, ob ich hergekommen. Sie kommen auf uns zu und das in großen Zahlen. Großen Zahlen, Alter, das klingt ja so doof. Wir werden hier die Stellung halten, keine Sorge. Du solltest die Hauptpläne zerstören, also die Kommandanten. Ihre Haupttruppen werden jetzt ankommen. Zero, bitte, pass auf dich auf. Oder kümmere dich um sie. Egal. So, übrigens, es ist ziemlich egal, wie viel man durchlässt. Die überleben das schon, wenn ich das richtig sehe. Ich habe jetzt Power. Hammer sollte einfach kurz genug nehmen und nicht töten. Aber auch eigentlich bloß, damit man die besser reingekriegt. Da braucht man ja auch töten. Also werden wir jetzt einfach wieder durchgehen, alles töten können und töten. Und falls ihr euch wundert, warum ich nicht so schnell bin, das liegt daran, dass es bereits vermeidet zu schieben. Ganz einfach. Weil ich ansonsten noch schnell was reinbringe. Und da hier einfach viel zu viel ist, was einfach nur unfair ist. Oder dass ich, wenn ich so hier reinstürme, halt auch noch Schaden kriege, wenn ich das mache. Ja, das ist zu vermeiden. Autsch. Und die Dinger hat sich sowieso hier zum Beispiel. Wenn ich hier reinstürme, leben sie nämlich. So ein paar blöde Pelle. Überleben. Keine Angriff von mir. Ich meine, das sind meine Angriffe. Die darf keiner überleben. So, und das sind die auch schon die einzigen zwei Cyber-Elfen, die ich in dieser Mission kenne. Die andere gibt, ich weiß es nicht, ich kenne bloß hier. Ihre Unterstützung kommt jetzt rein. Halt ihr Unterstützung bis da. Ich soll mal sagen. Die Kavallerie, oh mein Gott. Ich hasse die Viecher. Ich hasse die Viecher. So. Scheiße, ich will natürlich nicht volles Leben. Okay, erstmal Donner ausrüsten. Okay, auf geht's. Ihr Transport-Hubschrauber kommt jetzt sehr schnell näher. Bleib wachsam, Zero. Jetzt denke ich mir so, jo, Hubschrauber, ist schön. Mal gucken, was so passiert. Wieso? Halten wir es für so cool? Ich habe gehört, dass ein äußerst gut geskillter Rip-Leute in der Verteidigung ist. Aber ich habe nicht erwartet, dass du so gut bist. Du bist unglaublich. Und das macht mich aufgeregt. Und das regt mich am meisten auf. Excited. Aufgeregt. Egal, das freut mich am meisten. Sag mal einfach mal so. Mein Name ist Fafnir. Ich bin einer der vier Guardians von X. Jetzt lass mich bloß nicht hängen, Kind. Täusch mich bloß nicht. Das werde ich nicht, Kleiner. Ich werde dich jetzt alle machen. Das ist nämlich, was ich vorhabe. Ich hasse das. Getrennt. Dasselbe Problem hatten auch deine Kollegen das letzte Mal. Ach, scheiße, ich hab's nicht. Komm, deine Feuerwäldchen, nehme ich einen Sachen einfach nur so wieder. Sehr fair, oder? Alter, nein! Ich hasse den Move. Okay! Wie ihr seht, auch ich brauche Leben. In erster Hinsicht allerdings erst bei den späteren Missionen. Machen wir mal so, ich kann die allesamt ohne auch nur ein bisschen Ausrüstung schaffen. Also im Sinne von den Energietanks. Aber es hat zum einen was zu Skill und zum anderen auch mit Glück zu tun. Wenn er zum Beispiel gleich so anfängt, habe ich schon mal ein Problem.
Ich glaube nicht, aber... Probieren geht übers Studieren. Wer hat eigentlich den Spruch, probieren geht über Studieren, erfunden? Und das war jetzt reines Glück, dass er nicht so weit gereicht hat. Er hätte mich jetzt volle Kanne erwischt. Ich habe dich unterschätzt. Tim, simuliert niemals einen Husten, wenn ihr sowieso erkältet seid. Ich werde dich jetzt noch ein bisschen länger leben lassen. Stell sicher, dass du überlebst und nicht getötet wirst, bevor wir uns wiedersehen. Bis dann! Oder warum haben wir einen Farewell-Song übersetzt? So, wir haben gerade mal 6 Minuten. Na, läuft doch gut. Du hast deine Cyber-Elf verhalten! Level B, Speedstar. Ja, mit Level A und B bin ich immer zufrieden. Das lag daran, dass ich viel weniger getötet habe als sonst. Danke dir, Zero. Unsere Defense-Line wäre ansonsten wäre... Wenn unsere Defense-Line zerbrochen wäre, hätte es diese Base nie nicht länger gegeben. Trotzdem, ich glaube... Ich kann trotzdem nicht glauben, dass du so viele Gegner ausgelöscht hast. Du bist wirklich ein legendärer Held. Ja, Mann. Deshalb bin ich ja hier, oder? Ah, Begin Mission! So. Ich werde jetzt Stop the Hacking machen. Ganz einfach, weil Protect Factory meine absolute Hassmission ist. Ich hasse sie über alles. Stop the Hacking. Der Main Server unserer Resistance Base wurde neulich erst. Wurde neulich erst Ziel von vielen Hackjobs. Das ist so dumm ausgedrückt. Wir wissen jetzt, dass der Hacker in der Geheimbasis, die irgendwo in der Wüste lokalisiert ist, sich aufhält. Wenn wir nicht bald etwas gegen ihn unternehmen, werden wir ein gewaltiges Problem damit haben, dass die neue Energie zu entwickeln nachher hat. Zero, wirst du den hinterlistigen Typen da besiegen? Ja, das werd ich! Alte Stimme, ja, das werd ich. Erinnerst du dich noch, wo der Eingang ist? Viel Glück, Simon. Warte eine Sekunde. Ich werde es für dich öffnen. Es ist offen. Sei vorsichtig, Simon. Das bin ich hundertprozentig bei der Musik. Diese Musik schreit geradezu vorsichtig. Das ist das Nervigste an denen, dass sie einfach weiterfahren. Bisher läuft es nicht so gut. Scheiße, die Kugel hat mich. Ah, fuck! Das sollte eigentlich nicht passieren, dass ich mich so oft treffen lasse. Okay, und wie ihr seht, das Eis, das hier das letzte Mal war, ist jetzt geschmolzen. Dass ich noch einen Tipp darauf gebe, wer unser Gegner sein wird. Ich habe Wasser mit Leutz. Ist die Auflage mit Leutz? Also Maschine? Was? Das ist auch eine doofe Sache. Jetzt ein Boot. Dieses Boot hat die ganz besonders doofe Eigenschaft, auf dem Wasser hin und her zu gehen, was es ihnen erlaubt, uns gerne mal auszulöschen, wenn wir kurz drunter stehen bleiben. Seid man hier besonders vorsichtig sein sollte. Hier ist noch so eines und das hier ist erst recht gemein. Jetzt mal ganz ehrlich, kann man das noch als fair bezeichnen? Nein, als ob ich keine anderen Probleme hätte, ne? So, wenigstens werden wir nochmal voll geheilt. Und ich hab nur irgendwo noch eine Cyber, das macht nicht recht den Sinn. Jawoll. Okay, was Schönes unter Wasser haben wir natürlich. Ah, scheiße! Schnell Sprung. Wow, an das habe ich mich nicht mehr erinnert. Ja, es gibt halt auch Sachen, an die ich mich nicht erinnere. Scheiße! Wenn ich mir nicht irre, war da oben was. Aber das holen wir uns beim nächsten Mal. Das hat gereicht, sehr schön. Oder war hier oben das, was ich suche? Egal.
In jedem Fall gab es bei einem von beiden was. Am besten gehen wir einfach mal hier hinter und lang und jetzt hoch. Auf in die geheime Basis! Und ich muss sagen, dieses Level habe ich jetzt nicht angespielt, bevor ich das Let's Play gemacht habe. Und wie ihr seht, ich komme trotzdem ganz gut durch. Ich öffne es für dich kurz. Okay, Zero, find den Computer, Baum und zerstör die Maschine. Viel Glück! Der doch wirklich die besten Ratschläge, oder? Ist jetzt nicht wirklich so, als ob wir nicht wüssten, was unsere Mission ist. Ah, du da oben, geh weg! Dankeschön. Wenn hier einer versteckt wäre, das wäre sowas von unfair. Der Hauptcomputer ist so... ist anscheinend in diesem Raum. Alles, was ich tun kann, ist... die Tür zu öffnen. Wie ist das? Ist sie entschlossen? Regel? Jawohl! Das hier zerstören wir einfach. Du hast einen den Computer zerstört. Der Hacking Attempt has been weakened. Das hat mir natürlich sehr viel dabei hilft, dass ich mich dabei nicht bewegen konnte. Sehr schön. Leben kann ich immer gebrauchen. Noch ein Leben kann ich immer gebrauchen. Eine Cyber-Elfe und noch eine Cyber-Elfe. Das Hacken hat komplett aufgehört. Dank dir, Zero! Ich warte auf dich, also komm bald zurück in die Basis. So, und wer jetzt denkt, hey, das war viel zu einfach. Ja, das war viel zu einfach. Das war sogar so viel zu einfach, dass sie sich überlegt haben, hey, hängen wir doch nochmal einen Bosskampf hinten dran. Aber jetzt mal ganz ehrlich, in welcher der Mega Man Zero Mission hat man bitte keinen Bosskampf? Würdest du das einfach nur gehen, oder? Wie konnten sie das nicht vorher machen, dass ich einfach nur runter konnte, ha? Ach scheiße, ich brauche unbedingt noch mal ein bisschen mehr Leben. Ich habe doch keine Chance gegen einen der Guardians, wenn mein Leben nicht mehr voll ist. Oder wenigstens halbwegs ordentlich. Okay, hoffentlich habe ich die Zacken. Sei vorsichtig, Zero. Ich habe eine massive Energie, ein massives Energiesignal aufgespürt. Der Feind ist nahe. Sie ist eine meiner... ja... charakteristisch gesehen ist sie mein Liebling der Guardians, aber... Kampfwehr... Mein Name ist Leviathan. Ich bin einer von den vier Guardians von Master X. Nachdem ich gehört... Nachdem ich so viel von diesem hübschen Kind... Ach, ich blick's nicht. Ich bin looking forward to see. Also jedenfalls, sie hat anscheinend so viel von uns gehört, von diesen... ah, jetzt blick ich von diesem Combat Nerd. Klar, sie meint Pfeffnir, den wir eben besiegt haben. Nachdem sie so viel von uns von Pfeffnir gehört hat, wollte sie uns einfach mal aus der Nähe sehen. Ich kann es kaum erwarten, ihre Gesichter zu sehen, wenn sie erfahren, dass ich derjenige war, der mich ausgeschaltet hat. Na, und nun halte ich bloß nicht zurück, bloß weil ich eine Frau bin. Hab ich ja gesagt, als getan, nein. Ei. Das ist eine ihrer vielen Attacken, nicht? Wow, das ist doch nicht die richtige. Wie sieht das hier? Nein, das war schon richtig. Klar, unter Wasser kein schlechtes Feuer. Au. Scheiße, das läuft bisher nicht gut. Ja, das ist doch schön. Scheiße! Oh, und ich war total leise. Fuck! Und ich habe auch schon meine 15 Minuten. Ja, wir machen hier weiter im nächsten Part. Sorry.